Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana. Wir machen ein Schnellspiel in Twin Peaks. Mit anderen zusammen also. Und ja, da sind wir mal gespannt. Ein Sturmschild, das ist doch super. Hab ich, glaube ich, richtig Bock, muss ich sagen. Das gefreut mich von daher besonders. Um Gottes Willen. Großartig, du hast einen Freund mitgebracht. So, was habe ich denn an Waffen? Was passt das? Was ist das denn, ey? Ich glaube, da geht's schon los, oder? Jo. Oh, hier ist es. Das ist aber ganz schön durcheinander hier. Da geht es ja schon tierisch ab hier. Wir müssen da mal ganz schnell ein bisschen. Hopp, 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 hopp. Aus dem Norden. Ach ja. Okay, hier gibt es immerhin schon mal Fallen. Das ist ja schon mal was. Okay, Sackgasse. Dann sollten wir natürlich hier nicht unbedingt die Fallen aushebeln, indem wir uns nebendran stellen. Okay. So, ich bin mal gespannt. Das hier sieht mir sehr experimentell aus. Ich stelle mal hier mein Dingens hin und mache hier noch den da. Ist eine relativ gewagte Sache, vor allem, weil sie da unten dann doch zu Genüge kommen. Ja, falsche Taste. Falsche Taste, falsche Taste. Die wollte ich eigentlich drücken. Fuck! Ich hab ein Problem.
So, Teddy läuft und arbeitet. Ups. Sehr schön. Okay. Geht nicht. Okay. Ich bin gespannt. Lass mir eine Chance, wieder reinzukommen. Schön wär's. Könnte natürlich hier wenigstens, wenn ich die richtige Taste drücke. Autsch! Ich bin gefangen. Oh. Was ist das denn? Meine Güte! Der Mu ist ja schon wieder ein Höhlenschleuder unterwegs. Aha. Kommt hier lang. Kommt. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich für alle, die es immer nicht glauben wollen, was das für einen Unterschied macht, wenn du einen ordentlichen Fallentunnel hast oder nicht. Ne? Also, es ist einfach wirklich echt erstaunlich. Man sieht ja, es funktioniert, es ist ohne, steht außer Frage, es funktioniert wirklich. Aber wie viel entspannter es sein könnte, wenn du einen Fallentunnel hast. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Das finde ich immer wieder sehr erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Aber okay. Wollen wir uns nicht beschweren, hat funktioniert. 76, also. Das müsste die 2 gewesen sein, oder? Ne, die 3. Schauen wir mal, gibt auf jeden Fall Mini-Lamas. Ja, da haben wir also eine Sturmschild-Unterstützung gehabt. Was mir das?
So, jetzt aber auch her mit der Belohnung. Immer her damit. Der Kubaner braucht alles. Belohnung dem Kubaner. Ich rede dem Spiel mal gut zu. Ich hoffe, dass es mich hört. Und 5 Mini-Belohnungen, Lamas. Jawohl, ja. Und auch nebenbei haben wir gefahren, im Nebel abgeschlossen. Auch das ist natürlich nicht ganz untypisch für eine Sturmschildverteidigung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.